Am Silvesterabend wird er seine letzte Messe in Maria-Vesperbild halten. Dann ist Feierabend. Wallfahrtsdirektor Wilhelm Imkamp verabschiedet sich in den Ruhestand. Fast 30 Jahre lang hat er den mittelschwäbischen Wallfahrtsort geprägt und zu einer überregionalen Marke gemacht. Wie sieht seine Bilanz aus? Zum Abschied hat Ulrich Bobinger mit ihm gesprochen. Prälat Dr. Imkamp, es sind jetzt gerade noch 2 Wochen hin, bis Sie an Silvester hier Ihre letzte heilige Messe feiern werden. Sind Sie eigentlich noch so gefangen im Alltagsgeschäft, weil es ist ja mal viel zu tun, oder ist Ihnen schon so klar, dass Sie als Wallfahrtsdirektor jetzt auf der Zielgeraden sind? Natürlich ist mir das klar und hoffen wir, dass es eine Gerade ist, die tatsächlich ein Ziel am Ende hat. Aber gerade jetzt in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, ist natürlich der Alltagsstress unverändert. Wir müssen unsere Weihnachtssendungen vorbereiten, wir müssen die rausschicken. Es stehen die Predigten an. Also es ist jede Menge zu tun, und das ist vielleicht auch gut so, dass man nicht allzu viel nachdenkt. Und ich denke aber, wir werden das schaffen, ja. Eins Ihrer Markenzeichen, glaube ich, das kann man sagen, ist ja gewesen, dass Sie an Maria Himmelfahrt immer große Namen hergebracht haben, prominente Bischöfe oder Kardinäle, also die Weltkirche in die Provinz gebracht haben und damit gezeigt haben, dass diese Provinz auch zur Weltkirche gehört. Ist diese Verbindung, kann man sagen, ist das so ein bisschen ein Imkampfsches Wasserzeichen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass also auch weiterhin Bischöfe und Kardinäle den Weg hierhin finden werden, denn es geht ja um einen Besuch bei der Gottesmutter und um eine Feier der Gottesmutter. Und da sind auch Kardinäle und Bischöfe aus anderen Ländern durchaus gefragt. Und es ist auch durchaus sinnvoll für Sie, wenn Sie die schwäbische Volksfrömmigkeit sehen. Mitten in Deutschland pulsierendes Frömmigkeitsleben auf dem flachen Land. Das hat was. Das ist eine Bestärkung und Bestätigung auch für so manchen Hierarchen. Ihre Devise ist ja immer gewesen, wenn ich das mit meinen Worten mal sagen darf, Kirche muss wahrgenommen werden, und damit Kirche wahrgenommen wird, darf man auch durchaus mal provozieren. An diese klaren Worte, die wir oft von Ihnen gehört haben, also immer so marketingtechnisches Kalkül oder einfach auch mal die Lust an einer gescheiten verbalen Rauferei? Ich glaube beides zuerst einmal nicht, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus Christus ein Provokateur war. 2/3 der Aussagen, die uns von Jesus überliefert sind, sind Provokationen, und als Provokateur ist er ja auch hingerichtet worden. Und das Urchristentum, die ersten Christen, sie waren für ihre Umgebung eine Provokation. Und es stimmt, dass meines Erachtens stimmt es, dass wir heute in der Verkündigung so große Schwierigkeiten haben, weil wir nicht mehr gehört werden. Und wir werden nicht mehr gehört, weil wir keinen Mut mehr haben, unerhört zu sein. Besser unerhört als nicht gehört. Wir müssen den Mut haben, die christliche Botschaft zu verkünden, auch in den Punkten, von denen wir wissen, dass sie heute, sagen wir mal, von einigen Menschen oder vielleicht sogar von einer Mehrheit nicht geschätzt wird. Ich kenne einige Leute, die sagen, am Sonntag, da gehe ich zum Imkamp. Sie sagen gar nicht mal so sehr, ich gehe nach Vesperbild. Glauben Sie, dass die Marke Maria Vesperbild leiden wird, wenn die Marke Wilhelm Imkamp nicht mehr dazugehört? Ich hoffe nicht, denn eigentlich sollte es egal sein, welcher Priester zelebriert, welcher predigt. Ich weiß, dass es das nicht ist, aber ich habe mich bemüht, immer darauf hinzuweisen, es kommt nicht auf die Person an, es kommt auf das Amt an. Die Person soll hinter dem Amt zurücktreten. Und ich glaube, dass die Nachfolge ist in sehr guten Händen. Ich glaube, das wird auch von den Gläubigen so gesehen werden, und der Unterschied wird sich nicht bemerkbar machen in einem Abflauen des Besuches. Das glaube ich nicht. Sie waren fast 30 Jahre lang hier. Wenn Sie Maria Vesperbild vor Augen haben, 1988, und vergleichen mit Maria Vesperbild heute, was sind so die größten Änderungen damals heute? Ja, da sind natürlich die Baumaßnahmen, Pilgerhaus, Priesterhaus, Platzgestaltung. Wir haben in den letzten 30 Jahren mit Hilfe der Diözese natürlich und der Finanzkammer es geschafft, diese Wallfahrt strukturell zukunftsfähig zu machen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben
den Generationswechsel, vielleicht sogar einen doppelten Generationswechsel, hier meistern können. Wenn ich das Publikum sehe, das also vor 30 Jahren hier war, da sind nicht mehr viele von da. Wir haben neue und jüngere Leute, auch junge Familien, die zu uns kommen, sodass wir einen sehr positiven Altersdurchschnitt haben. Weder nur Senioren noch nur Jugend, sondern es ist alles in einer sehr wohltuenden Mischung. Und das entspricht ja auch dem Gottesvolk. Das Gottesvolk besteht ja nicht nur aus einer Altersgehorte, sondern immer aus mehreren. Und das ist hier auch genauso abgebildet. Nach dem 31. Dezember 2017, was wird Ihnen fehlen? Mir wird fehlen, ich will jetzt nicht sagen die Gottesmutter, denn die geht ja mit, die bleibt hier und sie geht mit. Aber die Zelebration unter dem Gnadenbild, unter dem Finger, die wird mir fehlen. Der Finger der Leiche Jesu, der auf den Altar deutet, auf den Priester deutet, also unter dem Finger Christi zu zelebrieren, das hat schon was. Dann wird mir sicherlich fehlen die Begegnung mit vielen Menschen. Und ganz banal wird mir sicherlich auch ein Sekretariat fehlen. Und nach dem 31.12.2017, worauf freuen Sie sich? Ich freue mich und hoffe, dass das auch eintritt, dass der Termindruck nicht mehr so groß ist und dass ich etwas durchschnaufen kann. Aber ich fürchte, das wird dauern, erst wenn alles an Ort und Stelle eingeräumt ist. Ich glaube, dann erst kann man richtig durchschnaufen. Aber ich habe fest vor, also auch etwas mehr für meine Gesundheit zu tun. Aber wir werden sehen, die guten Vorsätze halten ja häufig nicht sehr lange und bei mir ist die Verfallsdauer besonders kurz. Herr Wallfahrtsdirektor, vielen Dank für heute und nicht nur für heute. In Maria Vesperbild geht eine Ära zu Ende. Und deswegen haben wir für Sie noch ein paar Eindrücke aus den vergangenen Jahren vorbereitet. Ein Best of Imkamp sozusagen. Ein bisschen darf gleich auch geschmunzelt werden. An dieser Stelle sage ich auf Wiedersehen und schön, dass Sie mit dabei waren. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Heiligen Abend wieder.